Die Wall Street ist mehr und mehr zu einem Casino geworden und im Gegensatz zu einem herkömmlichen Casino sehen wir eben am Wall Street Casino sehr, sehr viele Gewinner. Die meisten gewinnen, weil sie eben stumpf auf der Longseite investiert sind mit dem Rückenwind der Notenbanken, dem Sicherheitsnetze der Notenbanken und derzeit sind alle all in diesem Casino. Kann nicht schief gehen, wird nicht schief gehen. All das hatten wir schon einmal und es ist schief gegangen. Es geht so lange gut, bis es nicht mehr gut geht. All das ist jetzt kein Timing-Instrument, wenn man weiß zum Beispiel, dass da die Investitionsquote so hoch ist wie noch nie. Aber es zeigt, welche Risiken man hier eingeht auf diesem Niveau. Es zeigt, wie dünn die Luft jetzt werden kann. All das hat Warren Buffett am Wochenende auch gesagt in dieser Investorenkonferenz, die wieder virtuell abgehalten werden musste. Aber schauen wir uns mal an, zunächst mal, was eine Meldung heute im oder jetzt am Wochenende im Wall Street Journal war. Hier hat JP Morgan rausgefunden, dass die amerikanischen Haushalte noch nie so stark exponiert waren in Sachen Aktien wie derzeit. 41% ihres Vermögens stecken jetzt in Aktien. Das ist ein Höchstwert und vor allem diese ganze Geschichte ist auch noch gehebelt. Man leiht sich also teilweise Geld, um eben dann in den Aktienmarkt investieren zu können. Hier sehen wir mal die Investitionsquote. Die ist jetzt höher als kurz vor dem Jahr 2000. Respektive also zum Zeitraum der Dotcom-Blase. Und wir sehen immer, wenn sozusagen diese Investitionsquote sehr, sehr hoch ist, dann dauert es nicht lang, bis irgendwie etwas dazwischen kommt. Normalerweise bekommt man solche Schlagzeilen ja nicht, wenn wir in der Nähe eines Bodens sind. An den Aktienmärkten, dann will keiner investieren. Wenn wir oben sind, dann wollen alle investieren. Und das ist natürlich übergeordnet vielleicht nicht so die beste Idee. Das sollte man mal im Hinterkopf behalten. Wie gesagt, ist kein Timing-Instrument. Aber jetzt gehen wir in den Mai und schauen uns ein paar Besonderheiten an. Warren Buffett hat all das, wie gesagt, auf den Punkt gebracht jetzt am Wochenende. Er hat gesagt, dass solche Trading-Apps wie Robinhood, die sorgen für einen Casino-Aspekt immer mehr, der immer deutlicher zum Vorschein tritt, auch mit dieser GameStop-Aktie etc. Das sei in den letzten 12 bis 18 Monaten praktisch dominant geworden. Robinhood würde diese Trading-App würde praktisch Hoffnung verkaufen. Und daraufhin hat Robin Hood reagiert und hat gesagt, ja, also hier die alten Männer, die sozusagen an der Wall Street sitzen, die wollen nicht, dass andere da auch ihren Platz bekommen. Das habe doch gar nichts mit Casino zu tun, sondern wir wollen der jungen Generation eine Chance geben zu investieren. Da ist natürlich schon was dran, da ist eine andere Generation jetzt am Start. Aber ich habe so das Gefühl, auch die Gespräche, die ich führe, zum Beispiel mit Leuten aus dieser Generation, die deuten darauf hin, naja, die wollen eher nicht investieren, die wollen spekulieren, die wollen schnelle, saftige Gewinne haben. Hier also das Argument, ja, schau dir die alten weißen Männer an, die wollen nur nicht, dass ihr euren Platz an der Wall Street bekommt. So sagt es Robin Hood, aber schauen wir uns mal an, was Robin Hood faktisch macht. Man verkauft den Order Flow, ermöglicht also praktisch den Hedgefonds einen Vorteil gegenüber diesen Privatinvestoren. Die sehen genau, was sozusagen en vogue ist, was die Leute kaufen wollen. Das sehen sie ein bisschen vorher, dadurch kaufen sie sich schon ein. Das bedeutet dann für die Privatkunden, dass der Preis inzwischen ein bisschen steigt, sodass sie praktisch die teurere Ausführung bekommen. Und hier sehen wir, der Gewinn, der sich aus diesem Orderflow-Verkauf von Robinhood ergibt, ist praktisch, hat sich verdreifacht in dem letzten Jahr. Also das ist schon, naja, moralisch ein bisschen fragwürdig. Auf der einen Seite habe ich Sympathie dafür, dass wirklich die Leute an die Finanzmärkte kommen. Das ist wichtig, da wo es keine Zinsen mehr gibt, wo die Rentenversprechen nicht mehr sicher sind, ist irgendwie etwas nötig, damit man seine finanzielle Zukunft gestaltet. Aber was diese Generation macht, ist tendenziell ja eher zocken und nicht investieren. Und Robinhood hat dieses Zocken natürlich besonders leicht gemacht und verdiente weniger an dem Zocken selbst, sondern eben an den Informationen über die Kunden. Das ist das Problematische. Aber wir sehen auch auf der anderen Seite, dass wir jetzt die Marktkapitalisierung ist bekanntermaßen ja auf einem neuen Allzeithoch in Relation zum BIP über 200% und auf der anderen Seite sehen wir jetzt, dass die
das Cash an der Seitenlinie, Cash on the Sideline, so gering ist wie noch nie. Das ist ein neues Allzeittief. Also man wird jetzt nicht wirklich sagen können, dass das noch die meistgehasste Rallye ist, bei der die wenigsten dabei sind. Das hat sich inzwischen zumindest komplett geändert. Alle sind dabei. Wir sehen auch, dass gehebelte Long-ETFs auf den Markt ein neues Allzeithoch erreichen, was das Volumen betrifft, während das Volumen, das in gehebelten Short-Positionen der Fall ist, in Equity-ETFs, weiter gesunken ist, nicht auf einem Allzeittief ist, aber deutlich gesunken ist. Also alle sind mit dabei. Das gilt auch für Warren Buffett, der allerdings hier ein bisschen seine Position reduziert hat, wie jetzt bekannt geworden ist. Er hat also viel an Aktien verkauft, seine Cashbestände deutlich erhöht, hat eigene Aktien zurückgekauft, aber seine Verkäufe jetzt in dem abgelaufenen Quartal waren so hoch wie in fast 5 Jahren nicht mehr. Also Warren Buffett sucht Value wahrscheinlich und findet ihn zu diesen Preisen eher nicht, muss man sagen. Das ist genau das Problem. Wir haben immense Bewertungen, die können kurzfristig funktionieren, aber langfristig in the long run wird die ganze Geschichte schwieriger. Und Warren Buffett hat sich zur Inflation geäußert. Hat gesagt, die Kosten gehen rauf, rauf, rauf. Wir sehen substanzielle Inflation. Wie er hier sagt, it won't stop, people have money in their pocket and they'll pay the higher prices. Die haben einfach Geld in der Tasche und sie zahlen diese höheren Preise. Ja, das ist der Fall. Durch diese Stimulus-Checks haben die Leute natürlich eine gewisse Reserve. Das führt auch dazu, dass sie es weniger eilig haben, sich jetzt einen neuen Job zu suchen, zum Beispiel. Also das ist so eine Art Staatsalimentierung, die dann Folgewirkungen hat. Dann müssen die Arbeitgeber höhere Preise zu bezahlen, um höhere Löhne bezahlen, um dann eben diese Arbeitnehmer doch zu locken. Janet Yellen hat es ja am Wochenende gesagt, oh, Inflation, nö, das wird durch den Biden-Plan nicht ausgelöst, glaube ich nicht. Hier nochmal Warren Buffett. Wir heben die Preise an, andere heben die Preise für uns an. Und all das wird akzeptiert, eben weil die Leute Geld in der Tasche haben und bereit sind, höhere Preise zu bezahlen. It's almost a buying frenzy. Also es ist so ein Käuferenthusiasmus hier der Fall, wie Warren Buffett sagt. Ein anderer CEO, Richard Tobin von Dover, sagte, klar, also auf dem gegenwärtigen Niveau Labor Availability, die Verfügbarkeit von Arbeitskräften, ist ein riesiges Problem. Das wird die Kosten für Arbeit weiter nach oben treiben. Und er sagt oben, ich verstehe, dass die Fed nicht anerkennen will, nicht zugeben will, dass da Inflation ist. Aber es gibt diese Inflation und sie wird immer krasser, weil eben jetzt auch die Löhne deutlich steigen müssen, weil die Firmen händeringend jetzt nach Arbeitskräften suchen. Also all das ist sozusagen das fehlende Puzzle. Wir haben die Rohstoffpreise, die massiv gestiegen sind. Jetzt kommt dann offenkundig auch der Arbeitsmarkt mit hinzu. Und wir haben heute wichtige Konjunkturdaten, ISM-Index, heute um 16 Uhr. Gewerbe, wir hatten letztes Mal eine Zahl knapp unter 65, am Freitag war es, glaube ich, der Chicago Einkaufsmanager Index mit über 72. Das sind Extremwerte, die Fed bleibt bei ihrer Geldpolitik und das sorgt dafür, dass auch die Kryptos hier gut performen, Ethereum mit einem neuen Allzeithoch. Da gibt es jetzt Gerüchte, Meldungen über digitale Anleiheverkäufe, über eine Ethereum-Blockchain, also hier viel wildes Spekulieren, das hat Bitcoin auch gut getan. Wir haben jetzt in Sachen Geldpolitik hier in Europa De Guindos, den Vize, der gesagt hat, ja, wir könnten drüber nachdenken, mal den Stimulus runterzufahren, wenn 70% der Leute geimpft sind. Interessant, das hat der Jerome Powell schon gesagt oder die Fed schon mal gesagt, ja, wenn 75% geimpft sind, also Geldpolitik orientiert sich jetzt an Impfquoten, das ist eine neue Entwicklung, so hat es jetzt auch für Europa De Guindos, der Vize der EZB, aufgenommen. Wenn wir uns jetzt den Mai mal anschauen, apropos EZB, sehen wir es ausgesprochen, vor allem die erste Maihälfte ausgesprochen, positiv für den US-Dollar. Könnte also sozusagen ein bisschen Gegenwind für die Aktienmärkte kommen durch Dollarstärke. Wir haben hier in Deutschland einen Sägestreik inzwischen. Die Waldbesitzer wollen nicht mehr Holz fällen, weil sie sagen, wir partizipieren viel zu wenig an diesen massiv gestiegenen Preisen für Bauholz. In den USA ja vervielfacht. Und wir haben jetzt auch Aussagen des IFO, Knappheit an Vorprodukten im verarbeitenden Gewerbe. Die Nennungen, die schießen nach oben. Auch das ist Inflation. Wir haben Lieferengpässe. Wir haben diesen Mangel an Chips.
Das dürfte weit in 2022 reichen, so hat es der Intel-Chef jetzt gesagt. Also wir haben eine Mischung aus einem inflationären Umfeld und wir haben eine Situation, in der alle all in sind. Das kann lange gut gehen, das geht vielleicht auch lange gut, bis es nicht mehr gut geht. Und dann wird es ein bisschen ungemütlicher. Das ein kurzer Aufriss hier für den heutigen Montag. UK hat heute Feiertag, Bankfeiertag, China geschlossen, Japan geschlossen. Ziemlich dünne Liquiditätslage bislang. Schauen wir mal, wie es weitergeht. Ich wünsche einen guten Start in die Woche und sage Servus und Ciao.